Runde 24-Stunden-Rennen, das ist eigentlich was, was man jedem mal irgendwie erleben lassen muss, wenn du da um die Strecke rumfährst und die ganzen Fans da siehst, wirklich direkt an der Strecke dran, das ist absolut einmalig. Also in der ersten Runde auf der Grand Prix-Strecke kam dann die Fehlermeldung, dass er nicht mehr schalten kann. Und hat Gott sei Dank nicht noch erst auf die Nordschleife, er konnte direkt von hinten rum wieder reinfahren in die Box. Und der hat dann auch mega Support von den AMG-Jungs, wurde dann so schnell wie möglich geschaut und es wurde dann tatsächlich ein Fendix-Artikel gefunden, eine Schraube, ein Sensor, der auseinandergerissen ist. Nicht Usus, dass sowas kaputt gehen kann. Ab jetzt heißt es nur noch Attacke nach vorne sehen. Ja, wir geben nicht auf, wir stecken nicht ein, wir geben Gas, AWR Racing. Ja, so ein Mittelmotor ist schon ein bisschen speziell. Und habe mir aber jetzt eingefunden, ich denke, ein Turn ist genug, jetzt weiß ich, wie es geht. Aber es ist ja 24 Stunden, ich weiß, dass ich jetzt angekommen bin in der Klasse. Ich kann hier mitstreiten. Das Auto ist top, fährt schön neutral, kann man entspannt fahren. Und jetzt schauen wir, was die Teamkollegen machen. Vom Start bis jetzt war ein heißes Ding. Hat ein bisschen gedauert, bis sich das ganze Feld schön sortiert hat, bis die Verhältnisse geklärt waren. Die GT3s kam wirklich im D-Zug vorbei, ist aber alles fair und gut abgelaufen. Konnte jetzt auf P1 das Auto übergeben, das war sehr gut und Auto läuft perfekt. Wir haben keinerlei Probleme, hatten einmal massiv Pickup auf der Hinterachse, weil ich einem GT3-Auto, was sich vor mir gedreht hat, ausweichen musste. Danach lief aber alles wieder perfekt, der Gerrit ist jetzt drin und ja, so machen wir weiter.